Hey, ich drehe mich nicht. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Na gut. Du. Gott. Lenfel. Jetzt sollte es passen. Ich sollte aber erstmal die Schienen von unten nach oben weiter hochziehen. Dich mal abbauen. Dich abbauen. Ups. Das war keine gute Idee. So. Und hier kommt hier immer noch 4300 Kupfer an. Was fast gar nichts bewirkt, aber besser als nichts, ne? Genau, die Schienen. Schienen. Mehr Schienen. Und das ist echt eine lange Strecke, die ich da machen muss. Hier, grün. Gold übergepackert. Baum. Wo ich gerade hier im Einflussbereich bin, hab ich vielleicht noch nimmer die raus. Hab ich vielleicht noch Schienen im System? So 500 Stück oder so. Und das ist eine aktive Provider Chest. Das ist sehr gut. Dann schmeißt man da wieder ein Zeug rein. Mhm. Das auch. Die brauche ich nicht. Die brauche ich so direkt jetzt auch nicht. Die Alien-Effekte auch nicht. Eine Stange auch nicht. Ein Laserturm auch nicht. So. Was? Ich habe gerade in dem Moment die E-Taste gedrückt? Ja, Forschung ist fertig gewesen. Dann mach gleich die nächste. Ich denke, wir werden bald keine Forschungspunkte mehr haben. Aber jedes Mal 30% drauf ist, ne? Schon mal ganz schick. Frage ist halt nur, ob Grundschaden plus 10%, Klammer zu, mal 1,1, Klammer zu, mal 1,1 und so weiter, ob die Rechnung so ist oder ob das dann halt alles zusammengezählt wird. Also Grundschaden plus, dann Klammer auf, dann alle Boni zusammen und dann so berechnet. Aber so oder so, ne? Schaden ist gut. Also mehr Schaden. Mir ist unheimlich, dass die Alien-Effekte drin sind. Holt die bitte ganz schnell raus. Warum holt ihr nicht von links raus? Die sind toll. Die sind rosa und rund und sehen aus wie ein Kaugummi. Holt die da raus. Na, ein paar kommen schon, okay. Oh, ich habe genau gesehen, was ihr vorhattet. Ihr kriegt meine Kaugummis nicht. Was war das? Ernsthaft? Achso, das ist wieder so ein Stoßtrupp. Das war jetzt Trupp Blau, jetzt kommt Trupp Rot. Nicht aus, so wie die Kiste treffen. Trupp Hellblau. Trupp Hellblau Spock. Da ist Trupp Grün. Ein Magazin. Stimmt, ich wollte auch noch Munition holen. Viel zu tun. Jupp, Autosave, gute Idee. Spiel, sehr gute Idee. Und fast alle draußen. Okay, also ich... Was ist da los? 10 Turrets schießen. 6 Turrets schießen. Alles okay bei euch? Ja, sehr gut. Alles tot machen. Alles tot machen. Also, scheint soweit zu funktionieren. Die Kisten füllen sich. Na ne, hier kann ich nichts machen. Ich brauche Munition. Ich brauche die Schienen. Baue mehr Schienen. Die nicht unbedingt. Die hier. Das war schon ein Ticken zu weit, denke ich. Oder? Nö. Okay. Zack, 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 zack. Nicht so. So. Der Übergang hier sieht nicht sehr sauber aus. So ist besser. Okay. Und damit sind wir schon fertig. Das heißt, du bleibst jetzt bei Kupfer für... Ich habe keine Ahnung, wie lange das Laden und Entladen dauert. Machen wir es mit 30. Und Home dazu, auch 30. Und fahr einfach los.
So. Ihr seid weiter am Ballern. Ja, jupp. Bau mehr davon. Bau mehr davon. Und mach hier die Lücken zu. So, was dann? Dann kriegen wir langsam ein bisschen Kupfer rein. Dann werde ich hier aber trotzdem weitermachen müssen. Ich muss das optimieren. Ich muss wahrscheinlich noch eine zweite Reihe hier hinbappen. So, die ebenfalls Shift rechts. Links, Shift, links, Shift, links, Shift, links, Shift, links, Shift, links, Shift. Ja. Hier alles voll macht. So, die kriegt auch noch Ärmchen. Davon habe ich nicht genug und wir haben nicht genug. Oh, doch, habe ich genug. Und Strom. Es passt sowas von. Nicht. Gut. Du, da. So, du baust Edelsteine mit ab. Achso, von dem einen Feld da. Ja, die musst du mir geben. Fühl nicht, dass du da hier irgendwas anderes machst. Oh Gott, dauert das lange. Nee, ich lasse das jetzt erstmal so machen. Oh, so machen. Einmal kurz gucken, ob das mit dem Befüllen in der Zeit gut in den Haut. Aber sowas von. Ja, 30 Sekunden reicht auf jeden Fall. Kann ich später feintunen. Also, Munition holen für mich. Die Alien-Artefakte werden wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Kiste rumliegen. Deswegen fordere ich die mir an. Ah nee, haha. Die werden sogar in der richtigen Kiste schon liegen. Richtig? Nein. Geh mal zu den Tränken. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das eingestellt hatte oder nicht. Na, eigentlich... Nee, habe ich nicht. Mach das mal. Ich bin zuversichtlich, dass ich schnell genug an die rankomme. Also, holen wir ein Stück da rein. Mach da mehr lila Dinger draus. Gut, 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 gut. Hier sind auch noch welche. Alles super. Dann hätte ich gerne hier... ganzen Ramsch drin. Die Leichen sollte ich eigentlich echt in meinem Inventar einfach immer drin lassen, oder? Das macht keinen Sinn, die auszusortieren. So. Munition. Das Batterieproblem ist hoffentlich jetzt ansatzweise behoben. Und wir haben jetzt... Welche brauchte ich? Polished Emeralds fehlen, ja. Alles andere ist cool? Ja, sehr cool. Okay. Polished Emeralds sind nicht da, weil kein Grün da ist. Okay. Flieg bitte hin. Grünes Grisselzeug. Dann sollen wir arbeiten. Und stellen wir euch mal um auf Grün wieder. Grünes Grisselzeug. Grünes vorheriges Grisselzeug. Und ganz normales grünes Grisselzeug. Genau, du. Du musst jetzt eingestellt werden auf grünes Grisselzeug. Wenn grünes Grisselzeug... Welches grünes Grisselzeug? Raw. Wenn Raw Grisselzeug weniger als 100 ist. Okay. So sollte es funktionieren. Und die kommen jetzt automatisch gleich ins System, werden runtergeflogen, werden zu Combat Highly Advanced Laser Shotgun Batteries gemacht und die kriege ich dann angeflogen. Ab. Jetzt. Gut. Das passt also auch. So. Zeigt mir eine Kiste. 50.000 Eisen. Ist ordentlich, ist okay, kann ich mitleben. 84.000 Eisenerz. Ist besser als erwartet, oder? Also wir hatten vor nicht allzu langer Zeit 100.000 plus. Dann waren wir zwischenzeitlich aber, glaube ich, auch schon auf 60.000 oder so runter. Und jetzt auf 84.000 hoch ist wieder ein gutes Zeichen. Kupfererz geht hoch, ist auf 14.000. Das heißt, jetzt hängt es nur noch an den Schmelzen, richtig? Oder ist es gerade die Phase, wo erst alle Kisten aufgefüllt werden? Guck mal kurz, ob hier alles soweit gut läuft. Schaut immer gut aus. Da fehlt einer von denen. Hä? So, ihr solltet alle mit blau laufen? Ernsthaft? Das war der falsche.
Warum habe ich die noch dabei? Egal. Speed, 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 speed. Da. Da. Also ja, Eisen geht hoch, Kupfer geht hoch, grüne Chips tauchen auch wieder auf. Das ist wieder jetzt aufgefangen. Aber es ist immer nur eine Frage der Zeit. Das ist echt sehr wenig beunruhigend. Und die Roboter kommen sowas von nicht hinterher. Okay. Skynet aus. Gib her das Ding. Du. Tu dich da rein. Weil ich... Wir sollten inzwischen genug Construction Bots haben. Es hängt also jetzt noch wieder in Robotern, weil ich jetzt zu viele Sachen gleichzeitig von Robotern fliegen lasse. Hier blaue Chips habe ich. 73. Das ist kein gutes Zeichen. Klau mal wieder ein paar Roboter von hier einfach weg. So. Schmeiß die guten wieder raus. Die anderen machst du bitte zu blauen. Und wenn die Forschung durch ist, gucke ich mal, ob ich es nicht nochmal hinbekomme, irgendwie Tragkapazität oder Geschwindigkeit bei den Robotern zu erhöhen. Weil davon hängt jetzt alles ab. Alles, 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 alles. Und die Forschung ist ja auch gleich durch, das passt schon. Und es ist schick, dass wir jetzt zwei Basen gleichzeitig haben. Also dass die Züge jetzt auch wirklich hier so rein und raus rauschen, wie aus einem kleinen Bahnhof. Das hat echt was. Überall noch Sachen über. Alles ausgelastet. Krass. So, du bist durch. Roboter 2450. Wie viel habe ich? 460. Und auch grün und rote sind halt nur 460. Das müssen wir ändern. Du beschränk dich jetzt auf 4. 4. 4. 4. Du bist eh schon völlig, ne? Banane. Ist okay. Du. 100 Alien-Artefakte sind drin. Wir haben noch mehr im System wahrscheinlich. Und wir haben 108 insgesamt. Bin jetzt kurz am Überlegen, ob ich gierig bin. Nein, gierig ist das falsche Wort. Wenn ich gierig bin, würde ich es genauso lassen, wie ich es jetzt mache, wegen den Produktivitätsmodulen. Wenn ich ungeduldig wäre, dann würde ich die jetzt ersetzen durch Geschwindigkeitsmodule und schon mal mit der Forschung anfangen. Aber das sollte ich nicht. Nee, 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 nee. Was ich jetzt machen werde, ist... Strom? Ja, ich pompe schon am Strom rum. 23 Türme schießen beim Eisen. Wobei, Strom rumbasteln kann warten. Ich laufe mit meinen Beacons zu der Modulfabrik. Holen wir erstmal die ganz tollen blauen Module. Zack, 50 Stück. Das dürfte wieder Ressourcen gekostet haben. Lauf dann zum Eisenaußenposten. Und schmeiß mal ein paar Beacons daneben. Und nimm die mal alle mit. Ich kann mir das nicht ansehen, wenn sie hier immer rumliegen. Vielleicht ist auch eine Königin dabei und ein bisschen Muni und dann passt das schon. Apropos Muni, mir wurde Munition angeliefert. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Boah, ist hier viel Zeug auf dem Boden. Nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Aber ein guter Anfang. Kann ja wieder schon mal schießen, falls irgendwas mich angreift. Und ich glaube, das ist ein bisschen Overkill mit den Türmen hier oben. So. Über Leichen. Du. 168.000 ist da noch. Ich habe hier was für dich. Und zwar... Beacon. Beacon. Du bist bei Mining... Speed 15. Mining Speed immer noch 15. Und oben drüber steht plus 60%. Plus 120%.